Ich bin hier in der Nähe von Wil, an der Pforte vom Toggenburg. Ich bin nicht alleine. Mit mir ist noch der Rolli und wir sind gemeinsam. Gehen wir jetzt hier den Stutz drauf. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir miteinander ein Gespräch machen. Und zwar so ein Gespräch, dass ihr die Arbeit vom Rolli, das Werk und auch der Rolli ein bisschen kennenlernt. Ich bin einfach eigentlich der, der Fragen stellt, vermittelt. Und so sind wir jetzt einfach unterwegs mal miteinander. Die nächste Ziel ist, ich habe gesagt, komm, wir gehen mal vor eine Scheiterbeige. Roli, er ist einverstanden. Jetzt gehen wir mal schauen, wie die Scheiterbeige aussieht und wieso, was das für eine Bewandtnis hat. Da sehen wir dann. Wir laufen jetzt einfach mal los. Ach, gut. Ja. Mindestens so, dass es so aussieht wie. Und die ist jetzt wahrscheinlich nicht Monoblock, die Scheiterbeige. Monoblock, fach ich will rasch. Stock raus. Aha. Geschnitzt, die sind wahrscheinlich einzelteile aufeinander. Also, Sims, du sagst Monoblock, also, wenn du eins so einen Stamm bearbeitet tust. Ja. Aha. Würde ich sagen. Ja. Ja, du, hocken wir. Ich bin mal sicher von der Rinde her. Hocken wir hier hin. Stapeln. Schichten, wobei der Titel von deiner Ausstellung ist, sagen wir nochmal, Stapeln, Schichten, Schälen, oder? Ja, Stapeln, Schichten und Schälen. Das ist für dich scheinbar etwas Wichtiges. Da haben die Wörter, die haben wie bei genau Scheiterbeige, oder? Ja, die habe ich vor einer Scheiterbeige angeführt. Genau. Sind das schöne Scheiterbeige? Muss da der Thurgau, ist das schon Nein, das ist nicht der Port. Das ist immer noch St. Gallen da, oder? Ja, Waukwil ist ja, St. Gallen. Du, eigentlich ist es aus diesem Ding rausgekommen, dass ich wollte etwas Grosses machen. Und ich wollte aber nicht Sachen vergrössern. Ich würde es eigentlich eins zu eins machen. Also ein Schittli ist ein Schittli. Und wenn ich da gross mache, dann gibt es ja alles auch wieder Kunst, oder? Man bläst das Zeug auf, das ist dann so Pop-Art-mäßig in den 60er Jahren passiert. Und ich habe mal einen Lehrer gehört an der ZHDK, der gesagt hat, wenn es nichts ist, mach es grösser und wenn es dann immer noch nichts ist, mach es noch grösser. Und von dem habe ich irgendwie Abstand nehmen. Wobei? Und darum habe ich gesagt, dann mache ich einfach eine Schichtung aneinander, dann biege ich es aneinander und dann wird es auch grösser. Und so bin ich eben auf das Thema Schichten gekommen. Also das muss aufeinander schichten, das ist aneinander reihen. Natürlich ist es ja dann auch gerade in der Natur so gegeben oder der Mensch hat es so gemacht. Du hast Scheiterbeigen, du hast Reihen von Brettern, Aubeigen und so. Es wird gelagert. Und das ist alles Zeug, das auch immer drin ist bei mir, so das Lagern. So habe ich dich auch kennengelernt eigentlich. Das Schichten, das Biegen und jetzt auch das Schälen ein bisschen noch. Also dass ich wirklich den Jahrring noch schälen tue. Und der ist aber immer stehen lassen, damit es so ein bisschen... Ja, dann nehme ich jetzt damit Wunder. Damit du siehst, dass der Baum war. Ja. Es ist nicht ein Hightech High-End-Produkt, sondern es ist wirklich Handarbeit geschnitzt und Hinder ist, oder? Wenn du da mit an die Bäume gehst, dann nachher brauchst du Power und Kraft. Es ist schon ermüdend. Ich merke auch. Du kannst das Nest jetzt arbeiten auch, und... Ja, und es tut dem die Hände tun dem weh, der Rücken tut dem weh. Physio. Aber man ist zufrieden. Man ist irgendwie zufrieden über das Tagwerk, aber es tut dem alles ein bisschen weh. Und da hat ein bisschen zugenommen, da mit dem Veto. Ja gut, du bist alle mehr jünger geworden. Ja, wir sind alle. Also ich kenne den Rolli schon 20, 30 Jahre bald jetzt denn. Ja, 20 Jahre irgendwie in den 20. Jahrhundert sind wir. Ja, einfach in Brom eigentlich so aneinander geraten. Und ich habe dich eigentlich immer kennengelernt als einen, der sehr aufgeräumt ist. Also vermutlich, wenn du bei dir ins Atelier kommst, dann ist alles am Ort. Ist das etwas Wichtiges? Du hast Stapeln immer, Biegen, Stapeln. Ist da etwas Wichtiges, aufgeräumte Sachen für dich? Ja, ich glaube schon. Ich kann das Chaos nicht so gern. Ich habe vielleicht mehr Chaos im Kopf
Und da muss es um mich herum immer die Welt atmen. Weil ich vielleicht selber zu viel Chaos habe in mir. Habe ich manchmal das Gefühl. Ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl, es muss irgendwie einen roten Faden durch alles durchgehen. Manchmal breche ich schon ein bisschen aus, dass ich einfach mal etwas probiere, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich probiere immer, eigentlich einen Schritt weiter zu gehen oder etwas von einer anderen Seite anzuschauen, von einem Thema, wo ich dran bin. Und da mit dem Aufräumen, wo du sagst, das ist wirklich auch einfach die Ahnung. Ich tue nach jedem Arbeitsgang, wenn ich zum Beispiel entrinden am Anfang, dann tue ich, wenn das gemacht ist, tue ich die Rinden wegräumen, dass alles wieder sauber ist. Und dann fange ich an zu schneiden und dann die groben Klötze nur. Und wenn da alles gemacht ist, der Arbeitsgang, dann räume ich da alles weg. Ich räume immer wieder weg, weil es ist auch gefährlich, wenn das Zeug rumliegt, stolperst du drüber und brichst du noch den Haxen oder sägst du das Bein. Ja gut, wer ist denn? Und wenn ich an etwas dran bin, also wenn ich einen Baum anfange zu sägen, dann weiss ich genau, was ich machen will. Ich fange gerne da. Dort lasse ich mich nicht auf den Test raus. Dann machst du nur einen Plan voraus im Prinzip? Manchmal habe ich eine Zeichnung. Also ich habe sicher eine Zeichnung, weil ich ja muss den Arbeitsschritt überlegen muss, wann ich zuerst mal wegnehmen muss. Das ist schwierig bei dir. Einfach weil am Schluss du musst ja quasi das Schlussbild völlig klar. Alles, was du wegschneidest, oder? Da ist weg. Da kannst, gut, da hast du vermutlich auch schon etwas müssen annehmen, ich weiss es nicht. Ja, aber in der Regel nicht, aber manchmal ist eine Arbeit schon älter und dann reißt sie und dann bricht sie vielleicht gleich noch auseinander. Und dort habe ich auch schon müssen flicken. Aber sonst... Also, deine Hauptarbeit ist eigentlich das Werken mit Holz, mit Stein, mit Malerei ist eigentlich... Eben, das habe ich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Also gezeichnet habe ich natürlich schon immer ein bisschen. Ja, so. Klar. Also da gehört ja nicht beim Bildhauer ein bisschen dazu. Ja. Aber malen, ich habe früher noch einmal gemalt, vor 20 Jahren, vor 25 Jahren. Und habe die Farben immer noch irgendwie rumgehabt, zum Teil. Also hast du sie auch wegwerfen, weil sie wirklich uralt waren. Und dann habe ich irgendwo ein Bild, bin ich am Wandern gewesen und habe ein Wesen gesehen, wo ich gefunden habe, wow, die ist so dreidimensional, die muss man, die kann ich jetzt nicht aus Holz machen, die, da wird ich fange nicht dran malen. Fangst wieder einmal. Das ist einfach so ein, hat mich wie angejuckt. Und jetzt habe ich zwei Bilder gemacht, wo so verschiedene Wesen, Strukturen von Wesen, Ja, nur eine Wiese, also ja, Wiese gesehen, reine Wiese, oder? Ist eine reine Wiese. Also das eine ist eine Blumenwiese. Blumenwiese, ja. Ziemlich. Und das andere ist eine vertrampelte Kuhwiese, die eben so dreidimensional mit dem Schlaglicht ist wirklich in der Abendsonne rein und du hast so ein Schlaglicht, das ganz steil oder ganz flach drin fällt und dann sieht. Da hat einfach Wahnsinn ausgesehen, wie eine Landschaft. Und da, überflügst nicht die Flüge. Der hat jetzt richtig gefangen, dem Namen. Und jetzt tust du nur noch malen und zeichnen. Nein, also, aber ich habe schon wieder eine Idee für das nächste Bild, das ich auch malen will. Das ist gut. Eben, du hast jetzt auch kurz erwähnt, dass ich auch mit Stein arbeite. Und dort habe ich jetzt wirklich einfach nur Holz bringen, weil ich will Stein und Holz nicht mischen, weil es sind zwei verschiedene Geschichten. Oder ich tue zwar in Stein auch schichten und lagern. Ja. Aber... Es ist dort eine andere Materialität und auch von der Form dann auch anders. Ja. Also eben, du bist nicht, eigentlich bist Steinbildhauer, oder? Und schaffst mit Holz. So. Ja, ja. Und von dem her, ja. Hallo. Ja, gut. Ich denke, dann brechen wir da ab. Ist das für dich auch in Ordnung? Ich da noch einen letzten Roundshot machen da. Wie auch immer. Das ist gut, ja? Das ist doch lässig. Okay. Jetzt hoffe ich, dass das.